Willkommen zurück bei Assassin's Creed Origins und wir sind in Krokodopolis und wollen dort hinten hin, im besten Fall zumindest. Ja, wir wollen dort hinten hin. Und ich kann hier leider nicht meinen Chocobo rufen. Doch jetzt, okay, schön. 200 Meter. Sollte nicht allzu lange dauern, es sei denn, ich reite falsch, was ich hier gerade eindeutig tue. Diese Nachricht wurde präsentiert von... Ach du Jemine. Sind die böse, die Krokodile? Oder sind die böse? Ich glaube fast, die Krokodile sind es. Ja, das hier ist spät. Hier ist der Ort. Der Hibiskus ist sicher in der Nähe. Eine Frau sollte unter Ptolemäus' Soldaten nicht schwer zu finden sein. Okay, 10 Erfahrungspunkte Attentat. Ich habe keine Ahnung, wo die anderen Leute hier sind. Das muss sie sein. Ein violettes Kleid. Genau wie eine Hibiskusblüte. Vielleicht soll ich mit erstmal mit Zenno so ein bisschen gucken, was ich hier tue. Da ist der Hauptmann. Okay, ich habe sogar tatsächlich noch ein paar Pfeile und so. Ja, wir machen erstmal ein paar. Wir dünnen erstmal ein klein wenig die Wachen aus. Sie denn jetzt hin? Moment, war das? Hey! Immer mehr von diesen Kapuzen-Heinis tauchen auf. Muss ich sie töten? Elimir. Oh shit, ich muss sie tatsächlich töten. Gott, das passiert, wenn man eine Woche nicht spielt. Hey, was? Oh, vielleicht sollte ich. Reicht's mir. Komm mal her, Süße. Schnuckelchen, bleib mal stehen, bitte. Bleib mal. Oh, das war schlecht. Stehen. Dankeschön. Ach, jetzt brenne ich, natürlich. Oh, Mist. Das muss ich reparieren. Oh. Deine Ziele sind Tempelkrokodile. Sorge dafür, dass du ein Pütter erwischt. Okay. Eine giftige kleine Frau. Talentiert, aber verdreht. Sehetep. Er war der Priester am Tempel. Götter. Immer die Priester und das Geld. Das Gift war nur zur Schau. Immerhin werden die Tempelkrokodile nicht sterben. Ich sage es dem Wächter. Ja, und vorher müssen wir aber noch ganz kurz hier... ...den Hauptmann ausschalten. Es fehlt noch der Hauptmann. Wo ist denn der?
erstmal eben kurz abgeschlossen haben. Wo ist denn der Hauptmann? Da ist er. Wir wollen den Hauptmann ja... Ey! Okay, wir können auch da hoch. Ist okay. Dann hoch. Wir können auch ganz hoch. Von mir aus. Dann keine Probleme. Rennen wir halt zum Hauptmann. Auch mal 900 Erfahrungspunkte. So viel sind das jetzt nicht, aber was soll's. Mir ist das alles egal. Ich gehe jetzt einfach direkt wieder raus. Und verschwinde hier. Ach, hier ist sogar mein Schokobo. Ha! Süß. Dass der hier schon auf mich wartet. Katschobo. Oder mein Kamel-Schokobo. Mein Katschobo. Irgendwie nicht der richtige Weg, den ich hier gerade gehe. Aber schön, dass die ganzen Krokodile zahm sind. Das ist total toll. Hoffe ich. Ich wurde zumindest bis jetzt noch von keinem angegriffen, sagen wir es mal so. Die Griechen ziehen in die frisch sanierten Gebiete im Norden der Stadt. So, wie komme ich da jetzt am einfachsten hin? Wahrscheinlich darf ich jetzt gleich nicht mehr weiterreiten. Oh doch. Hast du die Augen gesehen? Da ist was faul. Oh. Ein Fluch! Das ist gewiss ein schlechtes Omen. Wächter des Sobek. Die Krankheit war kein Omen der Götter. Die Krokodile wurden vergiftet, aber sie werden sich erholen. Vergiftet? Bist du sicher? Von wem? Der wird mit seinem Leben bezahlen. Euer Priester Sehetep war verantwortlich. Er versucht, die Spenden eurer Anhänger zu erhöhen. Was? Sehetep ist Sobeks rechte Hand! Er würde das nie tun. Was du sagst, ist Blasphemie. Ach, ihr Priester. Haltet immer an eurem Aberglauben fest. Du kennst die Wahrheit. Die Götter werden beurteilen, was du mit ihr machst. Ach so, wir lassen es einfach so stehen. Okay. Können wir machen von mir aus. Lassen wir das so stehen. Dann geht's weiter mit der nächsten Quest, die wir hier finden. Das Maul Sobeks. Wo ist mein Schokobo? Wo ist mein Schokobo? Welche Richtung? Oh Gott, ganz andere Richtung. Was bist du? Ja, also ich glaube nicht, dass ich Erz brauche. Ich glaube, ich brauche gar nichts diesbezüglich. Ich brauche eigentlich wirklich fast gar nichts mehr. Nee, ich brauche eigentlich so quasi nichts mehr. Außer halt unser liebes hier, dieses Zeug, was ich benötige. Also dieses Oxy-Whatever. Wird beim Kauf einer Hilfsmittelfähigkeit freigeschaltet. Finde ich witzig, weil wir haben tatsächlich immer noch keine Hilfsmittelfähigkeit. Schlaffallen. Brandbomben. Nebelwind. Drücke nach einem Nahkampf und nach einem Ausweichen zu einem Nebelwind. Okay, wisst ihr was? Vielleicht sollten wir da einfach mal hin. Das ist auch gar nicht mal so dumm. Aber wir haben noch ein paar nützliche Punkte eventuell. Oh, das war falsch. Das wollte ich nicht. Die Griechen beten gemeinsam mit uns zu Serapis. Das war eventuell auch dumm. Wow. Hier, mach. Ah, da ist kein. Ich hätte vielleicht, sollte ich mit dem Boot da hinfahren. Gerade zu faul abzustellen. So, mit Y kann ich jetzt Nebelwände machen. Das könnte mir auch sehr helfen. Eventuell hätte mir das auch schon ein, zwei Mal geholfen. Vor allen Dingen die Situation, wo ich gegen zu hochlevelige Gegner kämpfen war. Aber wow. Wer weiß das schon. Nachher, also. Ja. Halt! Oh. Bleib stehen! Ich bleib ganz sicher nicht stehen. Lass mich mal. Was denn jetzt? Okay. Whatever. 80 Meter. Was ist das
für eine komische Brühe? Zum Teufel. Abgeschlachtete Sobeks in Krokodilopolis. Götter. Eine illegale Gerberei. Einfach aufgehängt wie Lumpen. Natürlich ist hier alles abgeriegelt. Um den Mord an Göttern zu vertuschen. Das ist eine Menge Gold. Jemand zieht großen Gewinn aus diesem Sakrileg. Die Mumien sind voll mit Gold und Wertgegenständen. Wohin bringt man sie? Da sind Frachtzeichen angebracht. Diese Mumien sind geschludert. Das ist die übelste Blasphemie. Krokodile werden getötet und mumifiziert. Die Arbeit ist schluderig und achtlos. Ein unvorstellbares Sakrileg. Die Mumien werden als Münzsäcke missbraucht und gestapelt wie Kisten. Sie verwenden die Leiber ermordeter Götter zum Schmuggeln. Amun, der Gestank allein dreht mir den Magen um. Wer das tut, verdient den Tod. Wie kann so etwas in Ägypten geschehen? Bei den Göttern. Das muss aufhören. Ich muss herausfinden, wohin man die Mumien verschifft. Diese Gerberei muss einen Kai in der Nähe haben. Komme ich hier wieder raus? Oder komme ich an den Krokodil? Ich komme nur an den Krokodil. Nee, auch nicht. Oh, die Leiter. Nehmen wir doch einfach die Leiter. Wie wär's? Wir haben einen Kai, ja. In kurzer Entfernung hier ist ein Kai. In direkter Nähe, könnte man sagen. Schauen wir doch mal. Hanecheru. Hanecheru. Mhm, genau. Hanecheru, das wollte ich auch gerade sagen. Da hat einer Ärger. Ich will das nicht tun. Aber du steckst deine Nase in fremde Angelegenheiten, Priester. Du weißt, das ist falsch. Falsch! So Kinder zu töten, ihre Leiber mit unreinem Gold zu füllen? Wer befiehlt dieses Blutvergießen und Sakrileg? Danke, Magi. Mein Leben ist verschont. Doch so viel Gutes ist schon tot. Ich sah die Gerberei und die Mumien. Ich weiß, was sie Sobeks Kindern antun. Du hast es auch gesehen? Du, Sobek, es ist unbegreiflich. Ich bin Padiaset. Ich diene im Tempel südlich der Stadt. Vergib mir. Ich muss zurück und um Führung bitten. Das wird mehr als ein Gebet brauchen, Priester. Wir müssen handeln. Die Mumien trugen Markierungen. Ich glaube, sie werden verschifft. Verschifft? Der Kult hat eine Triere. Sie folgt den Handelsrouten südlich der Stadt. Tu, was du tun musst, Magi. Ich bete für dich. Aber bitte riskiere kein weiteres Blutvergießen. Es wird so oder so Blut fließen. Ich suche das Ladungsverzeichnis des Schiffes. So finde ich raus, wohin sie unterwegs sind. Okay, gib mir ein Boot. Wir können drüber reden. Auf geht's. Oh Gott, Schiff ahoi. Es ist ja jetzt, wo das nächste Assassin's Creed ange... Hallo? Das nächste Assassin's Creed geleakt worden. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie es heißt, wo es spielt. Aber wenn es euch interessiert, es gibt jetzt anscheinend neue geleakte Informationen über das nächste Assassin's Creed. Goldene da. Den treffe ich! Okay.
Jetzt wollte ich nur mal wissen, wie die aussieht. Ich habe jetzt nur noch eine. Das Ladungsverzeichnis. Die Fracht ist unterwegs zum Lager an der gestrandeten Triere im Westen. Mehr Beweise für die Zusammenarbeit mit Ptolemäus-Soldaten. Geld, Macht, Korruption. Immer das Gleiche. Ich muss in dieses Lager und mehr herausfinden. Okay. Finden wir ein bisschen mehr raus in dem Lager. Ich glaube, das sind Brandbomben, die ich da habe, oder? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Ich glaube, es sind Brandbomben, die wir da geskillt haben und jetzt auch bekommen haben. Werden wir gleich mal ausprobieren. Ob wir irgendwen abfackeln können. Meter. Ich hoffe, das ist am Wasser. Weil die Schifffahrt geht doch eigentlich recht schnell, also recht zügig, könnte man sagen. Es erwartet euch übrigens jetzt ein, obwohl, das erwartet euch wahrscheinlich schon seit gestern, neues Projekt. Wir, meine Wenigkeit und Ulti, spielen Far Cry 5 im Koop-Modus. Und da kommen jetzt immer stündliche Parts. Oh, wann genau ist immer so eine Sache. Also, wir haben erstmal mehr als genug aufgenommen. Mal gucken, ob das so bleibt. Vermutlich kommen auch diese Parts alle 2 Tage. Mal gucken. Die Lieferung war bestimmt für das Lager auf dem Triel. Okay. Aber dafür sind die doch ganz woanders hingefahren. Die sind doch eher von hier aus weggefahren, als von hier aus hin, oder? Warum kommt eigentlich Wasser auf die Kamera? Das verstehe ich auch nicht so ganz. Eigentlich, also wenn ich hier oben die Kamera hinmache, warum kommt da Wasser drauf? Naja. Ich akzeptiere es. Ich glaube, ich fahre da jetzt einfach mitten rein. Das ist das gesuchte Lager. Die Informationen, die ich brauche, sind wohl im Zelt des Hauptmanns. Das ist das gesuchte Lager. Die Informationen, die ich brauche, sind wohl im Zelt des Hauptmanns. Gucken wir uns mal ganz kurz um. Oder ein paar Leute sind hier auf jeden Fall. Da ist auch noch ein Hauptmann. Okay. Alles klar. Hey! Ich kann nicht angreifen. Ich kann nicht. Okay. Stirb, du Wurm! Au! Au! Irgendwie macht die Final Fantasy Waffe doch mehr Schaden als die, Und tschüss. Das kriegst du nicht hin. Geh weg. Das war's! Stirb! Der Schatz ist da hinten, okay. Ha! Mir entkommt keiner! Hey, was? Nein, tust du nicht. Oh, tust du. Wow, das war knapp. Hey, was? So, das ist fertig, aber jetzt muss ich ja noch ins Zelt und mir die Informationen holen, die...
Achso, hier ist. Okay, alles klar, ich verstehe. Interagieren. Gewohnte Zahlung. Korrespondenz zwischen dem Hauptmann und Seetep. Wieder Seetep. Dieser giftige Priester aus dem Nordtempel entwickelt sich zum großen Ärgernis. Ich sollte Padiaset von Seetep erzählen. Das wird ihm nicht gefallen. Ach, schon wieder. Eieieiei, okay. So. Moment, wem soll ich jetzt? Südlich von Krogor. Da, da. Okay, okay, Entschuldigung. Ich wusste gerade nicht, wo ich hin soll. Aber ist okay. Dem erzählen wir aber das nächste Mal davon, damit der Party auch noch anständig hochkommt. Sag ich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen Videos. Euer Heli.